Und damit willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild mit mir, dem Terminus. Ja, heute nicht mit dem kleinen Fratz, dem Terminus. Ich bin gerade ein ganz klein wenig angefressen. Und das nicht mal wegen der letzten Folge, weil die ist eine gute Woche her. Was ist das denn da oben? Was ist das? Das ist blau. Für alle, die es nicht wissen, das ist blau. Wir machen jetzt diese Quest hier fertig und dann will ich, soweit ich weiß, weiter in den Norden? Sieht nicht wirklich... Ah ne, hier hin. Weil hier anscheinend dieser Wald sein soll. Was heißt eigentlich dieses Fehler da unten links? Das kann mir die Zeit anzeigen, aber das hier nicht. Ist das eine Temperaturanzeige? Die einfach spinnt, weil es zu heiß ist? Ich weiß es nicht. Oh, der hätte ich nicht gut skien. Oh, hallo, vielen Dank, dass du Rodania. Ich weiß übrigens nicht mehr, welche Stimme ich gemacht habe, ne? Ist wieder eine Woche her. Dass du Rodania für uns besänftigt hast. Ich weiß nicht, was du mir darin von Rodania gemacht hast, da, aber. Es sieht aus, als hätte er sich beruhigt. Einen habe ich oben auf Rodania. Eben habe ich oben auf Rodania den großen Daruk gesehen, ja. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet, oder? Aber wie dem auch sei, das hat mir jedenfalls neuen Mut gegeben. Ah, da fällt mir ein. Als ich dem Chef von dir erzählt habe, meinte er, ich soll dich zu ihm bringen. Das war ein Befehl vom Chef, also gibt es keine Diskussion. Komm mit. Das Schlimme ist, wenn der mich schlägt, bin ich tot. Also, mein Idiot, was der komische Wimpy-Gorone sagt. La 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 la. Über diese Brücke will ich eigentlich nicht laufen, obwohl die halt... Halt's Maul. Obwohl die halt schon halbwegs stabil aussieht, so komplett aus Stahl, aber... Die Goron sind ja nicht die schlechtesten Schmiedekünstler. Na gut, sieht das hier auf dem Boden nicht unbedingt aus. Was willst du? Oh, hallo, Yunobu hat mir alles erzählt. Die Liana, der Rodania besiegt hat, ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Nicht zu glauben, und das, wo meine Rückenschmerzen weg waren und ich mir Rodania vorknüpfen wollte. Jetzt sehe ich wegen dir so aus, als hätte ich die Rückenschmerzen nur simuliert. Ich bin alt. Und Yunobu hat sich auch auf einmal nicht mehr so doof. Aber genug davon, schau dir lieber mal das hier an. Ja, ist ein geiler Laser, ne? Rodania hat sich endlich beruhigt. Jetzt können wir am Todesberg endlich wieder nach Erz suchen. Ist auch gar nicht behindert mit der Lava und so. Ach ja, ich muss dir auch danken. Jetzt ist wieder Gelaber im Hintergrund, weil meine Schwester ein Stück Kott ist. Wenn du willst, kannst du den Schatz aus meinem Haus holen. Kein Mensch redet laut genug, dass es bis in mein Zimmer kommt, außer meine Schwester. Es ist ein Schwert, das einst Daruk gehörte. Damit müsstest du doch was anfangen können. Ach ja, stimmt. Es sind zwei Hände wahrscheinlich, oder? Außer natürlich, du als Iliana weißt das sicher schon. Damals vor 100 Jahren hatte der Hylianische Recke ein Schwert, das Heilige Bannschwert. Es heißt, das Schwert ruhe irgendwo in einem Wald. Warum suchst du nicht danach? Habe ich sogar halbwegs vor, weil ich in diesen Wald will. Aber nicht unbedingt wegen dem Schwert, weil ich glaube, das kann ich aus bestimmten Gründen noch nicht haben. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem suchen, nehmen, sterben. Kein Witz, ist ein Spoiler. So. Ha. Vor allem damit musst du genau treffen, weil oben ist so ein Babyschutz, weißt du? Aber gut, die Waffe des Recken Daruk ist eines der stärksten Schwerter überhaupt. Daruk selbst konnte es zwischen zwei Fingern halten. Hylianna dagegen können es kaum heben. Jagoron sind doch irgendwo noch cool. Lass mal Cookie Cookie. Und jetzt dachte ich, mein Eisschwert ist geil mit 30 Schaden, aber... Warm, Junge. Guck, das hat so einen Babyschutz da vorne, aber... Mit dem Gewicht von so einem Schwert bist du wahrscheinlich nicht darauf angewiesen, irgendwas zu spalten, tatsächlich. Das ist eher eine Keule. Ja, Ich irgendwie an dir vorbei. Guter Bluto. Das ist Bluto! Das ist ein Hund! Ey, Bluto! Nice, wusste ich gar nicht. So, können wir uns jetzt hier wegteleportieren? Nein. Es ist wesentlich einfacher, einfach zu gehen. Das gefällt mir nur bedingt. Was ist das eigentlich? Das sieht aus wie so ein Banditen-Ding wie. Ja, okay, wir wollen nach Westen. Ja, doch, richtig. Hey.
Ich muss mir aber... Ich will mich kurz umsehen. Weil der Bergspalter müsste ja eigentlich eine Waffe sein, die repariert werden kann. Na, für dich habe ich gar keinen Geldshop. Also, aber wo könnte ich den Bergspalter reparieren? Oder halt einen neuen kaufen? Weil mit dieser Doofschuppenlanze geht das auch. Mein kleiner Bruder, dieser Kreidekopf, kommt einfach nicht nach Hause. Das ist ein lustiger, das ist eine lustige Beleidigung für Goron. Ich frage mich, was er sich dabei denkt. Wenn er hätte ausbüchsen wollen, hätte er nicht vorher groß getont. Er würde das Geheimnis des Helden ausgraben. Ach, Gonguron, was denkst du dir nur bei solchen Sachen? Wo wollt er hin? Er müsste zum Marugo-Tunnel südwestlich des Marugo-Teils gegangen sein. Die Mine dort wurde wegen einer harten Felsschicht schon vor Ewigkeiten aufgegeben. Was sollen solche Träumereien? Er sollte besser in der Realität bleiben und einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Ja gut, das ist eine Sidequest, die ich ganz sicher nicht machen werde. Warum? Naja, da ist es wahrscheinlich wieder so heiß, dass ich mit einem Goron-Rüstungsteil nicht weit komme. Aber wo kann ich mein Schwert? Ich will... Bei der Lanze wurde mir direkt gesagt, die machen wieder Lanze gut. Gibt's hier überhaupt so einen Schwert? Nein. Hallo, Goronia? Hier gibt's gar keine Was? So läuft ja nicht hier. Wie teuer sind die hier? Goron-Gewürze. Interessant. Eispfeile habt ihr natürlich. Feuerpfeile geben meiner Meinung nach schon mehr Sinn. Und Rohrzucker habt ihr natürlich auch hier oben. Das darf nicht fehlen. Also ich weiß nicht. Ich rede mal nochmal mit dem Häuptling. Weil ich habe echt keine Ahnung. Das Schwert muss doch reparierbar sein. Ja, aufwachen. Die schlafen echt auf. Alles klar. Ja, lass dir Zeit. Ja, komm. Was ist um diese Uhrzeit? Brauchst du was? Bergspalter. Wenn du den Bergspalter hier verlierst, sprich mit unserem Sprit Brohan. Der hilft dir dann. Der Bergspalter gehört ja einst dem Vorfahren von Yunobo Daruk. Das heißt ja, dass Daruk sich damit manchmal Luft zugefächert hat. Was gibt's? Nee, ist schon gut. Wieder heiß heute. Woran liegt das nur? Ist ein Vulkan. Ich will jetzt noch kurz wissen, wo dieser Schmied denn ist. Nee, du bist das nicht. Wird mir hier echt kein Schmied angezeigt? Wollte mich echt alle verarschen? Was steht hier Schönes? Wir trainieren an den Schneidklippen im Norden des Todesberg. Bucket hier, Puppi. Dann kann ich hier ja klauen. Nee, kann ich nicht, weil ihr Steinfresser seid. Ja, stimmt. Da war was. Ja gut, aber auf jeden Fall ist das auch eine Waffe, die ich reparieren kann, wenn denn Not am Manne ist. Aber jetzt verziehe ich mich erstmal gen Westen, möglicherweise nicht über der Lava. Weil darauf habe ich wenig Lust. Ich fliege. Habe ich noch eigentlich irgendeine Waffe, die ich so verwenden kann? Ich habe noch die Lichtschuppenlanze. Die ist mit 22 auch ein bisschen schwächer als das Daruk-Schwert mit 60. Das lässt mich glauben, dass ich die Titanen in einer richtigen Reihenfolge mache. Du wirst sowieso zuerst zu den... Meine Eidechse, zu den Soras geschickt. Also ist das schon richtig. Ich muss gleich voll niesen. Aber es will nicht kommen. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so, weil doof. Au, mein Kiefer. Das ist übrigens interessanterweise das einzige Video, was heute kommt. Weil heute eigentlich YTPL kommen sollte, aber... worüber will ich jetzt mal nicht reden. Hat mich da... So hoch treibt mich das, das ist angenehm. Es bringt mir nicht so viel, oder? Bei dem Berg hier komme ich so nicht rüber. Da muss ich außen rum. Wobei es da sieht, als geht, aussieht, als geht's da rein. Nee, dich habe ich gesehen. Da gehe ich jetzt hin. Boop.
Nee, nee, Freund. Hallo. Link, das ist Breath of the Wild. Du kannst klettern. Lalala. Lalalalalala. Gib mir ja Geister. Oh ja. Und ich werde trotzdem so viel mehr Rüstung brauchen, wenn ich in die Wüste will. Weil ich will als nächstes in die Wüste. Und nicht zu den Vogelmenschen. Tatsächlich, ja. Guck mal, essen, aber. Ich will mir meine Pfeile mal ausnahmsweise sparen. Da wiederum spare ich nicht, weil diese ganzen Erze kann ich notfalls verkaufen. Wenn ich Geld brauche. Oh, die Leuchtsteine. Sind das sowieso. Sind das die, die ich für den brauche? Nein. Für dein. Nein, 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 nein. Das sind alles die Hauptquellen. Ja. Schreine. Nebenaufgaben, lernen Reforscher. Pura hat sich aufgehört, antike Materialien an Blabenbogen. Nö. Nö. Ja, Leuchtsteine brauche ich 10 Stück. Und das waren doch jetzt welche, oder sehe ich das komplett falsch? Ich habe 5. Das ist schön, der gute Hundi hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich die auch gut verkaufen kann, wenn ich die Quest erledigt habe, weil die bringen gut Geld. Und anscheinend sind an diesem Vulkan schon so 1, 2 zu finden. Jetzt brauche ich ja noch 2 für die Quest, dann kann ich ja nach Sorania zurück. Das nenne ich so, weil ich vergessen habe, wie das Sora-Reich heißt. Ich glaube einfach nur Sora-Reich. Und Goronia heißt halt Goronia. Weil die gut sind in Namen geben. Das sieht doch waldig aus da unten, oder? Was ist für ein Laser? Das ist aber nicht. Was ist für ein Laser? Ah, doch, der kommt von links. Das ist der, Elopfand. Hier bin ich schon richtig. Ja, hier bin ich über Schloss Hyrule. Und das gleich der Turm, das ist doch wunderbar. Zum Glück komme ich vom Vulkan aus. Manche Dinge gehen halt doch angenehm leicht. Und das sind diese verlorenen Wälder, glaube ich, von denen ich schon gehört habe. Und was ist hier jetzt die Problematik? Spawnen jetzt gleich Gegner. Ich glaube, ich sollte auf diesen höchsten Turm da hinten. Ah, guck mal, Strom machen die. Das ist ja ganz toll. Kann ich da überhaupt hoch? Ist da eine Leiter oder so? Oh, mit einem Feuerstab, das ist ganz toll. Lass mal überlegen, pass auf. Theoretisch war es das Schlauste, wenn ich dahin gehe, aber vielleicht kann ich einfach direkt an... Ein Updrop. Vielleicht kann ich einfach direkt an den Berg fliegen. An den Turm. Und dann ist geil. Weil ich brauche die Karte. Wobei, dann ist es besser, wenn ich hier nochmal meine Subi-Wap-Wap auflade. Turm der Wälder sieht auch sehr waldig aus um diesen Turm. Und jetzt kletter ich hier einfach hoch. Und hoffe, dass die Ausdauer reicht. Wenn nicht, gebe ich allen Leuten Schuld, die mir gesagt haben, ich soll auf Herzen leveln. Da unten ist noch eine easy Truhe. Ja, komm, das muss reichen. Easy. Easy! Aber von dem Turm aus kann ich halt direkt zu den Wäldern. Das Problem ist aber, wie die verlorenen Wälder schon vom Namen her und von der Erinnerung sagen, kommst du da nicht so einfach durch. Und ich habe noch überhaupt keinen Hinweis gekriegt, glaube ich, wie ich da durchkomme. Vielleicht kriege ich da eins. Aber ich gehe mal hart von außen nicht, weil das wäre viel zu einfach. Weil das heilige Schwert soll irgendwo in Wäldern versteckt sein. Welche Wälder werden bloß gemeint sein? Man weiß es nicht. Natürlich die verlorenen Wälder. So. Das war mal ein schöner Turm. Nicht so wie der eine in Akala, glaube ich, war das. Der war nicht so einfach. Oder so. Bisschen Ausdauer. Ja, gut. Uno. Ach, das ist noch eine Etappe. Ja, komm. Tun wir Ritt. Der Turm ist ganz schön hoch. Weiß nicht, ob das Not hat. Ah, das hat diesen Skelettkopf gespalten. Das ist lustig. Komm, gib mir mal die Karte, mein Freund. Yay.
Chica-Stein erkannt, Chica-Sturm wird aktiviert. Sturm? Ja, ich. Ja, ist kein Turm, ist ein Sturm, da liegt irgendwas drauf. Da ist irgendwas auf dem Schädel drauf. Ja, geil. Ja, gib mir jetzt noch die Karte, dann will ich da kurz hochklettern. Finde ich lustig, hat so ein Dächelein. Ist ganz hübsch. Lob. Lob. Los. Genau. So, gucken wir jetzt erstmal an, was die Karte so über den Wald sagt. Ah, guck, ja, das war die Temperatur da unten links, welche vorhin gesponnen hat im Todesberg. Komisch. Ich will ansehen. Ey, was ist das immer sofort wegklickt? Das ist fast nervig, weil ich will mir dann halt sofort die Karte auch ansehen. Lol, ah. Aber die hieß doch im Englischen Salia und nicht Salira oder wie man das aussprechen würde. Mido hatte, glaube ich, kein Haar. Makoro, okay. Ruinen. Die irgendwie überdeckt werden von irgendwas. Die verlorenen Wälder kann ich aber interessanterweise einsehen. Ich will jetzt aber erstmal auf den Schädel klettern. Machen wir das mal am besten von hier, weil da kann ich an das Auge ran. Und hoch. Da war nämlich ein Schwert. Oh, Alter, guck dir das mal an. Was ist denn das? Huh. Schwert der Leibgarde der Königsfamilie. Unter der Wucht der Schläge ist ja was. Die Rüstung nehmen sie wie der Kampfgeist des Angreifers. Hm. Auch unbedingt eine größere Tasche, ne? Aber ich brauche den Hammer nicht, weil ich den geilen Bohrer habe. Hinfort! Bam, irgendwas getroffen, One-Shot tot. Das ist zwar nicht so gut wie Daruks Schwert, aber fast so gut und das reicht mir doch. Und irgendwo in diesen Wäldern soll dieser Krog leben, der meine Taschen größer machen kann. Den Steinspalter, ja, den Bergspalter kann ich aber reparieren, weißt du. Ja, loot ich irgendwann, da habe ich jetzt gerade nicht große Lust drauf. Ich habe große Lust auf größere Waffentaschen. Chimongo hat mir nämlich die Schildtasche größer gemacht und irgendwas anderes davor. Was ich aber schon lange nicht mehr weiß, weil das habe ich in dem Stream getan. Ne, das habe ich glaube ich nicht mal im Stream getan. Hier wird es nicht wirklich kalt, oder? Wir sind die verlorenen Wälder kalt. Okay. Ich würde mal sagen, das sind auf jeden Fall die verlorenen Wälder. Alle hier haben die gar nicht gruselig aussehen. Irgendwas wollte ich gerade. Rüstung wechseln. Rüstung wechseln. Und zwar, nein. Und zwar wieder meine gute Julianische. Ich habe Angst vor euch. Ja, geht weg. Okay, wir sind jetzt also offiziell in den verlorenen Wäldern. Und ich habe keine Ahnung, welchen Weg ich gehen muss. Aber ich weiß sicher, ich will eigentlich nicht vom Weg abkommen. Also folge ich jetzt... Ist ein bisschen gruselig. Also folge ich jetzt doch einfach mal den Fackeln, oder? Folgt mich was? Was ist das? Also das sind einfach die Dinger von den Titanen. Okay, alles gut. Ist im dichten Nebel gehüllt, finde ich ganz cool. Mega cool finde ich, dass es gleich so aufgespaltete Wege geben wird. Es gibt so voll den awesome Trick, Es war ein Fuchs, okay. Es gibt so voll den awesome Trick, wie man durch die verlorenen Wälder kommt. Jetzt bin ich verloren. In Wäldern. Wie geht's denn hier weiter? Hallo? Ich weiß nicht genau, wie man danach googelt. Aber war voll der awesome Trick. Da fliegst du halt durch den ganzen Wald und landest genau da, wo du dann hin willst. Hier sieht super lecker aus. Aber ich werde euch jetzt mal nicht töten. Weil ich habe nicht die meisten Pfeile der Welt, wie ihr vielleicht wisst.
Ich will nicht ziellos durch die Wälder stapfen tatsächlich, aber jetzt geht los. Das sieht doch interessant aus. Lol, das hat ein Gesicht. Ist das gut? Oder ist das wieder so eine Horror-Lore, dass das alles mal Leute waren, die sich hier verlauft haben? Verlaufen. Aber mich irritiert halt, dass sogar die Karte angezeigt wird. Das heißt, theoretisch komme ich hier einfach durch. Ich könnte einfach sagen, hier Baum. Manchmal grün, ne? Hin. Tun wir das mal. Aber wahrscheinlich ist hier in dem Wald, es muss irgendwas versteckt sein, was man nicht einfach an dem großen Baum findet. Ich gehe aber jetzt trotzdem mal hin. Da oben fliegen Blätter. Ach, das ist der Baum. Eins und zwei. Okay. Da geht's los mit den verlorenen Wäldergedönse. Und dann bin ich woanders. Wieder am Anfang, aber an einem anderen Anfang? Oder ändert sich der einfach rotzfrech? Aber die Bäume sind halt echt halbwegs nicht so schön anzusehen. Darf ich nicht klettern? Ich kletter mal so einen Baum hoch. Klettern darf ich. Was, wenn ich von Baum zu Baum springe? Geht das? Nicht, wenn du behindert bist, leider, tatsächlich. Zum Glück regnet es nicht. Hier gibt es nur ein Wetter und das ist Nebel. Ne, alles klar. Jetzt frage ich mich aber tatsächlich, ob der Krok hier in den Wäldern lebt. Oder wann? Jetzt bin ich auch wieder hier. Das sieht so aus, als sollte ich hier noch nicht hin. Oder mir erstmal Tipps holen, wie das gehen würde. Bin ich jetzt überhaupt noch raus, oder? Ja, zur Not könnte ich mich, glaube ich, immer teleportieren. Ich hoffe. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Alles klar, ich. Okay. Sehe ich ein. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber es gibt anscheinend den Waldeingang und den Eingang zum Waldeingang. Wenn ihr versteht. Ich verstehe es nicht so hundertprozentig. Ich fange euch. Tue ich nicht. War ein Witz. Aber ich würde gerne diesen dicken Krok wiederfinden. Die Frage ist halt, ob der in den verlorenen Wäldern lebt oder irgendwie. Es gibt keine anderen Wälder hier. Wer in Hyrule weiß was von den verlorenen Wäldern? Ist jetzt ein bisschen doof, ne? Ist jetzt ein bisschen doof. Aber ich würde fast sagen, die Folge ist vorbei. Wir sehen, was wir als nächstes machen. Aber mit dem Wald kann ich ja anscheinend nicht viel anfangen. Aber der dicke Krok hat mir auch nicht gezeigt, wie man da durchkommt. Ich müsste also irgendwie einen Hyrule finden, der sagt, ja, ja, da musst du da lang, dann kommst du schon an. Weil der Wald lässt mich auch nicht einfach drüber fliegen. Der setzt mich dann bestimmt in den Nebel und dann am Anfang. Lass mal mit dem Klettern. Ich kann jetzt halt nicht einfach so in den Wald gehen. Das ist das große Problem allein. Oh ne, warte, da bin ich schon wieder zu nah, werde ich wieder geportet. Ne. Ja, okay, dann würde ich sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann macht bitte positiv bewerten. Kommentieren, abonnieren, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Terminus raus. Kriege ich noch irgendwie einen guten Blick? Hier, komm, auf den Felsen muss. Ich will auch nicht unbedingt Kommentare haben, die mir sagen, wie ich durch den Wald komme. Weil das muss ich ja selber irgendwie herausfinden können. Bis dahin, Terminus raus, bevor mich der Nebel schluckt und tschüss. Nein! Passiert nicht. Alles gut. Terminus raus und tschüss.